da vielleicht irgendwas? Lässt sich gar nicht sehen. Guckt denn der hin? Nach dort. Dreht er sich auch mal um? Wenn dein Feind bessere Waffen und Ausrüstung hat als du selbst, verstehe ihn. Das ist eine gute Idee. Ja. Ich glaube, durch durch diese Waffe habe ich mir das versaut gehabt. Ja, ich glaube, damit hatte ich versucht, ihn platt zu machen, aber da ich das an Helm getragen hatte, hatte ich den einen nicht erwischt. Na, ich glaube, irgendwas war da. Ich bin über die Stirngranate. Wäre dann das Zweibein von dieser einen Waffe wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal stark von aus. So, ganz vorsichtig. Heimlich, still und leise. Also müssen wir gucken, wenn der hier unten ein bisschen weiter weg ist, dann kann ich den da oben platt machen. So, super. Und drin bin ich. Klar, ich habe ihn jetzt nicht alle erwischt. Aber, oh, das ist ein Feldhandbuch. Ach, das Buch. Unentdeckt zu werden. Ach, das Buch meinen sie dann damit. Ah. Das heißt, dann haben wir die Herausforderung doch. Oh. Nicht gut. Tja, du dachtest nicht, dass wir rechtzeitig hier sein würden, um dich zu stellen, oder? Ja, eigentlich schon. Von Arabien. Irgendwie wart ihr nicht ganz aufmerksam, ne? Hatte ich fest darauf gehofft. Lorenz. Das ist ja raffiniert. Ein bisschen, ne? Nun wird der Jäger zum Gejagten. Also, wer bist du? Oh, wirklich sehr amüsant, meine Liebe. Sehr schön. Amüsant. Gäbe es keine Männer wie sie, wäre ich frei. Frei also? Du bist frei, wenn du stirbst. Ich verspreche dir, das Reich wird euch allen diese Freiheit schon sehr bald schenken. Super. Während wir hier stehen, flüht eine Bestie durch die Wüste. Eure Freunde, Familien und Häuser ebenso vernichtet wie eure Schlupfwinkel. Bald könnt ihr... Das ist wirklich krass. Es ist vorbei. Bald ist alles, was ihr könnt. Und liebt. Nur noch Asche. Und dann habt ihr eure Freiheit. Und sterbt. Ihr Bestien! Sarah! Sehr geil. Ich kann sie verstehen. Ich weiß, dass du dir nichts mehr wünschst, als diesem Mann die Haut von den Füßen abzuziehen und ihn nackt in die Wüste zu jagen. Au, wie schmerzhaft das wohl wäre. Bedenk es nochmal. Du hast recht. Es tut mir leid, meine Freundin hier ist mitunter etwas schroff. Sie werden mir jetzt sagen, wie wir ihren Zug erreichen, damit er uns in die Falle geht und zerstört werden kann. Unmöglich. Um überhaupt mit dem Zug kommunizieren zu können, bräuchtet ihr ein ganzes Buch voller geheimer Codes. Oh, Sie meinen dieses hier. Ihr werdet den Fortschritt niemals aufhalten. Tja. Es wird die ganze Welt nach eurem Land und dem schwarzen Gold unter seinem Sand greifen. Recht hat er ja. Bis auf, dass die das mittlerweile selbst verwalten. Also die meisten davon. Und dadurch verdammt reich geworden wird. Natürlich reichte die Beschaffung des Codebuchs nicht aus.
klar. Um diesen eisernen Drachen zu zerstören, diesen Kanawa, wie die Osmanen ihn nannten, mussten wir mit 3 verschlüsselten Befehlen seine Gefechtsbereitschaft aufnehmen. Die Osmanen hatten entlang der Eisenbahnlinie mehrere Außenposten errichtet, deren Kommandeure Kapseln für vordringliche Nachrichten bei sich trugen. Wir mussten unsere Befehle in diesen Kapseln verschicken, da sie der Zug sonst nicht akzeptiert hätte. Okay. Es würde nicht leicht werden, das Dorf zu infiltrieren, nachdem sich dort eine Abteilung osmanischer Soldaten häuslich eingerichtet hatte. Yay. Die Osmanen haben einen abgelegenen Wüstenposten Das ist übrigens die Karte aus der Beta, aber bestens mit die Multiplayer-Karte. Ausgestattet. Sie rechnen offenbar nicht mit einem Angriff. Die ganze Ausrüstung könnte nützlich sein, falls du sie verwenden möchtest. Die antiken Ruinen waren alles, was noch an eine längst vergessene Zivilisation erinnerte. Tja. Inzwischen hatte die moderne Welt des Osmanischen Reiches in Form von Panzerfahrzeugen und Feldgeschützen dort Einzug gehalten. 3 Kommandeure mussten eliminiert, 3 persönliche Nachrichtenkapseln gestohlen und mit unseren falschen Befehlen auf die Reise geschickt werden. Wie Sarah diese gefährliche und tollkühne Mission meistern würde, blieb ihr überlassen. Das ist cool. Das ist jetzt praktisch ein. Das ist jetzt hier eine riesengroße freie Welt. Also für sonst einen linearen Shooter. Wir kennen die Karte, wir wissen, wie groß die ist. Wo wir uns jetzt dann frei bewegen dürfen. Wir können hier schalten und walten, wie wir wollen. Wir können die Mission so angehen, wie wir möchten. Und das ist echt mega gut. Und ich würde sagen, wir fangen hier hinten mit dem an. Mal gucken, ich renne hier mal einmal drum rum. Hier unten ist ja B eigentlich. Mal gucken, also, ob was wir überhaupt so sehen. Also ob ich schon was sehe. Ich glaube, den Kommandanten und sowas sieht man noch nicht. Ja, da müssen wir näher ran für. Weil die jetzt hier einzeln zu erkennen, also die werden größtenteils auch noch nicht mal angezeigt. Da machen wir uns gerade nur das Leben unnötig schwer. So, mal kurz gucken. Ich gucke trotzdem nochmal, ob hier links nicht noch was war. Ja, genau, da müssen wir hin. Das ist da diese Kapsel. Beziehungsweise von dort aus wird sie verschickt. Das heißt, es ist schon ganz wichtig, dass wir da hinkommen. Wir müssen jetzt bloß unauffällig sein, denn die haben Panzer und so ein Zeugs. Ja, das ist recht gefährlich. Wir klettern mal hier so vorsichtig runter, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was hier hinten war. Normalerweise ist hier ja Bertha. Ich glaube, jetzt ist hier gar nichts, hä? Was hat er denn? Achso, da hinten ist ja eine Markierung nur. Ich glaube, hier ist nichts. Wir könnten erstmal gucken, ob hier vielleicht ein Feldhandbuch ist oder so. Mal schauen, ob wir hier was abgreifen können. Bin da jetzt aber nicht sicher, ob hier überhaupt was da ist. Oh, aber ist halt da, ne? Das finde ich ganz schön. Dass man dann praktisch diese Story-Elemente, ein paar Sachen davon halt übernommen hat, um daraus eine Multiplayer-Karte zu machen, hat man diesen Wiedererkennungswert. Aber das ist ja eigentlich auch bei den, ich sage mal, meisten Shootern normal, dass man dann die Sachen aus der Kampagne nimmt und sie dann im Multiplayer-Gefecht entsprechend benutzen kann. Ich würde sagen, wir machen als erstes die Typen da oben bei der Taube platt. Immerhin haben wir von dort aus ja gesehen, da war auch so ein Tank, wo wir draufklettern können, so ein Wassertank, hier, der hier. Der war mit so einem Feldstecher markiert, das heißt, der wird als idealer Ausguck dann halt entsprechend oder Aussichtspunkt angesehen. Da haben wir ein Pferd zum Abhauen. So. Vorsichtig umgucken. Ja, wo mag dieser Kommandant hier rumlungern? Da hinten war einer, das ist ein Erste-Hilfe-Zelt, ne? So, Lazarett. Feldlazarett. Panzer. Ja gut, wenn man da hinten diese Tanks in die Luft jagt, dann müsste es auch für den Panzer reichen, aber...
Da oben drauf ist eins. Gut zu wissen. Schade bloß, dass die Markierung nicht bleibt. Naja, das finde ich echt so ein bisschen schade an der Stelle. Da ist noch ein Panzer, glaube ich, ne? Ja. Ich könnte sagen, das ist da noch ein was. Oh, da ist noch ein Sniper. Lass uns mal gucken, wie wir das machen. Wir können erstmal hier unten rein. Und dann gucken wir mal, dass wir da raufklettern und den Typen eliminieren, weil der macht uns garantiert am meisten Ärger erstmal. Naja, der wird garantiert versuchen, die anderen zu alarmieren. Beziehungsweise... Ich dachte eben, es wäre lang gegangen. Heikler Moment. Ja, übel, ey. Okay, er kommt anscheinend nicht hierher. Das ist noch eine andere, ne? Hierfür habe ich jetzt... Für die habe ich 14 Schuss, für die andere nur 10. Okay. Wir sollten hochklettern, wenn er auf der anderen Seite von der Leiter ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass er uns hört. Ja, ich empfinde das als wichtig. Wenn wir den Platt haben, sollten wir da hinten das Geschütz entsprechend plätten. Ja. Weil das werden wir brauchen. Oh, es ist schlimm. Wenn wir den jetzt nicht bald platt machen, dann kriegt der uns. Von dort aus hätte man auch platt machen können. Aber am besten raufschleichen. Dann kurz mit dem Messer so. Ne? Und dann. Irgendwelche Stimmen gehört. Also entweder führt er Selbstgespräche oder da kommt jemand. Hoffen wir, dass er schwerhörig ist. Und bitteschön.